Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zum heutigen Montagsvortrag, den ich halten darf. Ich darf Sie heute nach Nordniedersachsen entführen, genauer in den Lüneburger Raum und um ganz genau zu sein, nach Badewig. Badewig ist ein kleiner, beschaulicher Flecken, ein paar Kilometer nördlich von Lüneburg. Und wenn Sie einmal in den Ort hineinkommen, dann fällt Ihnen sofort auf, dass es ein sehr lichter Ort ist. Wir haben sehr viele Freiflächen innerhalb des Ortskerns mit Hofwiesen, mit kleinen Gemüseanbauflächen und Ähnlichem, die dieses Ortsbild seit nunmehr knapp 800 Jahren prägen. Dieses Ortsbild wird sich aber in den nächsten 20 Jahren radikal verändern. Der Grund dafür ist hier zu sehen, wir befinden uns mit Badewig im Speckmantel Hamburgs. Und wenn man sich überlegt, ich setze mich in Badewig ins Auto, bin innerhalb von 5 Minuten auf der Autobahn und bei günstigem Verkehr schaffe ich es, mein Auto eine Dreiviertelstunde später vor dem Hamburger Rathaus abzustellen, sofern ich dort einen Parkplatz finde. Das in Verbindung mit den Immobilienpreisen Hamburger City kontra ländliche Siedlung Badewig macht deutlich, wie interessant gerade diese Freiflächen innerhalb Badewigs für Investoren einfach sind. Und deshalb wird sich dieses Ortsbild wandeln und was Sie oben links sehen können, gehört mittlerweile in der Folge auch zum alljährlichen Bild in Badewig, die archäologischen Ausgrabungen, die mein Team dort durchführen. Wenn ich von meinem Team spreche, dann meine ich in erster Linie die Grabungsmannschaft der Bezirksarchäologie Lüneburg unter der Leitung von Frau Binnewies in Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten. Vor allem Uni Hamburg ist immer dabei, aber auch Uni Göttingen, Uni Kiel und einige andere Grabungsfirmen, die in Badewig mit aktiv sind und natürlich auch die ehrenamtlichen Laienarchäologen, Hobbyarchäologen, wie auch immer man sie nennen möchte. In erster Linie die Sondengänger, die uns ganz erheblich unterstützen. Sei es jetzt, dass sie im Vorfeld von Baumaßnahmen die Baufenster absondeln, in Praxiskursen oder eigenverantwortlich. Sie sind auch bei den Ausgrabungen immer aktiv dabei, auf der Fläche mit der eigenen Metallsonde oder auch grabungsunterstützend, ganz klassisch wie ein Archäologe mit Schaufel, Spaten, Kelle und dem üblichen Gerät. Sie suchen die Abraumhügel für uns ab nach Fundmaterial, das der Bagger bei den Erdarbeiten verlagert hat. Also alles in allem eine große Hilfe und ein großes Team, das sich dort formiert hat. Dank dieses effektiven Teams ist es uns gelungen, in den letzten Jahren zahlreiche archäologische Maßnahmen in Badewig durchzuführen. Die Zahl der Projekte steigt und steigt. Und selbst für das Jahr 2021, das ja noch unter den Auswirkungen der Corona-Krise leidet, haben wir bereits mehrere Projekte, die in der Planung, konkreten Planung sind. Durch diese ganzen Projekte, wir sehen hier auf der Karte nur die Projekte, die wirklich archäologische Fundstellen erbrachten. Die Karte, die Sie jetzt sehen, stammt aus unserem Fachinformationssystem, dem AdaptWeb, und sie zeigt die Fundstellenverteilung innerhalb Badewigs, die sich ganz massiv auf diesen Bereich unmittelbar an der Ilmenau konzentriert. Sie sehen eine rote Linie, die den alten Stadtwall markiert. Das zwischen Ilmenau und roter Linie, wo diese Fundstellenanhäufung auch zu sehen ist, das ist das sogenannte Altdorf, wie es heute heißt, das der alte Siedlungskern ist. Außerhalb der roten Linie dieses Stadtwalls sehen Sie kaum Fundstellen, wirklich fast ausschließlich innerhalb. Und das ist der Bereich des frühmittelalterlichen Handelszentrums von Badewig. Wenn wir über frühmittelalterliche Handelszentren sprechen, dann fallen den meisten die üblichen Verdächtigen ein. Badewig, neben Badewig, abgesehen von Badewig, Heiterbu, Birka, Riebe und Dorestad. Badewig habe ich eben gerade fälschlicherweise genannt, denn in der Literatur ist Badewig eigentlich kaum zu finden. Auch im Unterricht an den Universitäten spielt Badewig eine, wenn überhaupt, untergeordnete Rolle. Das liegt weniger an der historischen Bedeutung Badewigs, sondern vielmehr am Forschungsstand. Während wir in Heiterbu schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts große Flächengrabungen mit sehr viel Personaleinsatz hatten, begann die Forschung in Badewig eigentlich erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Es war damals Professor Hübener von der Universität Hamburg,
der Bardowick als ein solches Handelszentrum des Frühmittelalters wirklich erkannte und in die Wissenschaft einbrachte. Diese Karte habe ich erstellt in Anlehnung an eine Karte von Hübener, weil ich ganz gerne diese Kartengrundlage weiterhin verwenden möchte. Sie sehen in der Karte die preußische Landesaufnahme, die noch sehr schön den alten Dorfkern, die Grenzen des alten Handelszentrums zeigt. Ich habe hier in Anlehnung an Hübener mit der grünen Linie den Stadtwall eingetragen von Bardowick. Und was Hübener damals gemacht hat, um einmal deutlich zu machen, wie groß, wie bedeutend Bardowick eigentlich war, er hat in diese Karte den Halbkreiswall von Heiterbu eingetragen. Und Sie sehen, Bardowick ist von der Größe her ungefähr doppelt so groß wie Heiterbu. Und beide Wallanlagen existierten ungefähr zeitgleich. Das ist schon mal ein Fingerzeig darauf, wie bedeutend Bardowick eigentlich im Frühmittelalter gewesen sein dürfte oder könnte. Wenn wir über die Bedeutung Bardowicks im Frühmittelalter sprechen, dann kommen wir an einer großen historischen Persönlichkeit nicht vorbei. Das ist Karl der Große. Es ist überliefert, dass Karl der Große 795 bei Bardowick sein Heerlager aufschlug. Das war zur Zeit der Sachsenfeldzüge, als er das heutige Niedersachsen erobert hat. Diese Erwähnung ist bereits ein Fingerzeig darauf, dass Bardowick zu dem Zeitpunkt schon eine, ich will mal sagen, nicht unbedeutende Siedlung darstellte. Denn dieses Heerlager hat er nicht willkürlich irgendwo aufgeschlagen, sondern ganz gezielt dort, wo die Infrastruktur gegeben war, damit er seine Truppen auf ausgebauten Wegesystemen bewegen konnte. Es musste eine Nahversorgung möglich sein für seine Armee. Also alles Grundbedingungen, die erforderlich waren, die eine einflussreiche Siedlung durchaus damals leisten konnte. Und da fiel seine Wahl offensichtlich auf Bardowick. Nun, von dieser frühesten bedeutenden Siedlung haben wir im archäologischen Befund eigentlich keinerlei oder kaum Spuren, weil sie durch die spätere Besiedlung schlichtweg überprägt wurde. Es gibt immer nur einzelne Hinweise, wie eine solche Fibel, die Sie hier sehen können, mit einem schönen Vergleichsstück nach Heinowski, die uns zeigen, es war schon vor Karl dem Großen eine wichtige Siedlung hier vorhanden. Solche Funde führen uns ins 5., 6. Jahrhundert nach Christus. Aber die Hoffnung, die vielerorts existiert, dass man mit Bardowick den Hauptort der Langobarden in Verbindung bringen könnte, Vicus Baronis, die hat sich bislang noch nicht erfüllt. Man muss natürlich das noch in Klammern setzen, weil man nicht weiß, wie weit kommen wir denn wirklich noch zurück in der Vergangenheit. Aber wenn wir uns wieder auf Karl den Großen konzentrieren, so hat Karl der Große noch Weiteres für Bardowick geleistet. Im sogenannten Diedenhofener Kapitular von 805 hat Karl der Große festgelegt, wie der Handel mit den Slawen erfolgen soll. Bardowick wurde in diesem Kontext als einer der wichtigen Grenzhandelsorte benannt, und zwar als der nördlichste Grenzhandelsort zu den Slawen. Und Bardowick sollte deshalb den kompletten Handel mit den Nordslawen regeln. Also man sollte ihn nicht nur regeln, sondern auch kontrollieren, insbesondere den Waffenhandel. Die fränkischen Schwerter zu der damaligen Zeit waren eigentlich die Top-Waffen, die Spitzentechnologie in der Kriegskunst, die natürlich sehr begehrt waren. Und diese wichtigen Waffen, die wollte man natürlich nicht in Feindeshand wissen oder in potenzieller Feindeshand. Und das war eine Aufgabe Bardowicks, zu vermeiden, dass die Waffen in potenzielle Feindeshände geraten. Auch wieder ein Fingerzeig darauf, Bardowick war zu dem Zeitpunkt schon eine wichtige Ortschaft, eine mächtige Ortschaft, der man es durchaus zutraute, diesen Waffenhandel zu unterbinden. Wir sehen es auf der Karte, die topografische Situation. Bardowick hat zu damaliger Zeit eine ganz besondere Stellung. Wir haben einen Grenzhandelsort zwischen Fränkischem Reich und Slawen. Und von dieser Grenzhandelssituation konnte Bardowick enorm profitieren. Es folgte ein wirtschaftlicher Aufschwung, eine wirtschaftliche Blüte durch diesen Grenzhandel. Und neben dem Handel gab es noch ein weiteres wichtiges Standbein, das war der Salzhandel. Bei Lüneburg tat sich eine Salzquelle auf oder wurde eine Salzquelle entdeckt, die abgebaut wurde. Zur damaligen Zeit war es aber so, dass die Ilmenau, hier dunkelblau eingetragen, der Fluss, der aus der Lüneburger Heide an
Uelzen und dann an Lüneburg vorbeifließt, an Badewig und dann in die Elbe. Der war zum damaligen Zeitpunkt, von der Elbe kommt, nur bis Badewig schiffbar, nicht bis Lüneburg. Das heißt, das ganze abgebaute Salz aus Lüneburg musste erst über Land bis nach Badewig transportiert werden und konnte erst da auf die Schiffe umgeladen werden, um verhandelt zu werden. Ein enormer Wirtschaftsfaktor, der auch zu dem Reichtum Badewigs beitrug. Dass man einfach diesen Salzhandel kontrollierte. Und die Folge war, dass ein großer Reichtum, den wir auch immer wieder im archäologischen Befund mit sehr reichen Funden fassen können. Wie man hier in so einem kleinen Potpourri sehen kann. Im 10. Jahrhundert dann auch noch die Verleihung der Stadtrechte, auch Münzrechte. Unten sehen Sie die Badewiger Pfennige, die ein übliches Zahlungsmittel in der Region damals waren. Hinweisen möchte ich aber auch auf die Fibeln, die Sie hier sehen können. Ganz unten links eine schöne Heiligenfibel. Schräg gegenüber eine Kreuzemaillefibel, von denen wir auch eine sehr große Zahl mittlerweile in Badewig feststellen können. Gerade diese Fibeln, die galten vor 20, 30 Jahren noch als ganz große Ausnahme. Ganz besondere Funde, was aber auch damit zusammenhing, damals wurden die Metallsonden noch nicht intensiv eingesetzt. Durch intensiven Einsatz der Metallsonden hat sich deren Zahl sehr gesteigert. Und es wird auch immer deutlicher, wie groß die Fundzahl in Badewig im Vergleich zu anderen Regionen ist. Wir haben aus diesem Stadtgebiet des Badewiger Zentrums, dieses frühen Handelszentrums, haben wir mittlerweile über 200 dieser Fibeln. Eine Abschlussarbeit an der Uni Kiel hat sie letztes Jahr komplett aufgenommen. Wie gesagt, über 200 Fibeln, was eine enorme Fundzahl ist für diese Quellengattung. Sie spielten auch für die Geschichte eine Bedeutung. Da möchte ich insbesondere auf die Heiligenfibeln hinweisen. Denn wenn man sich die Karten zu Badewig einmal ansieht, spätere Karten sind das natürlich, wir haben in Badewig eine große Zahl an Kirchengebäuden. Man kann sich bei der einen oder anderen darüber streiten, aber wir müssen von ungefähr 9 Kirchen ausgehen, die in Badewig existierten. Was für einen solchen Ort wirklich eine beeindruckende Zahl ist. Die rühren daher, dass Badewig nicht nur die Aufgabe des Grenzhandels übernahm, sondern christliche Herrscher hatten ja auch die Aufgabe, den Glauben zu verbreiten. Und die Missionierung der Nordslawen sollte maßgeblich von Badewig ausgehen. Aber kommen wir zurück zum Handel. Den Handel kann man vielerorts in Badewig fassen, sei es jetzt mit solchen Funden. Das ist eine sogenannte Klappwaage, das heißt, die Wagenbalken konnte man zusammenklappen, dadurch sehr Platz sparen, das Ganze verstauen. Die Waage wurde in die Waagschalen gelegt, konnte so wirklich platzsparend und gut geschützt transportiert werden. Das sind die Arbeitsutensilien der reisenden Händler im frühen Mittelalter, wie wir sie von allen großen, bedeutenden Handelszentren der Zeit kennen. Wir können möglicherweise auch die Personen, die an dem Handel beteiligt waren, fassen. Man muss sich ein bisschen in die Spekulation gehen, weil die Fundumstände zu diesem Gefäß nicht so ganz eindeutig sind. Es handelt sich hierbei um ein Gefäß, wie es für unsere Region eher unüblich ist. Form, Verzierung lassen eher darauf schließen, dass dieses Gefäß aus dem friesischen Raum kommt, also aus dem Bereich der Nordseeküste. Sie sehen es in der Karte im grünen Punkt eingetragen. Es wurde dort am Schwarzen Weg in den 60er Jahren gefunden. Die Überlieferung der Auffindung sagt, dass es Leichenbrand enthielt. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass es als Urnenbestattung diente. Wer lässt sich in einer friesischen Urne im Grenzbereich zwischen Fränkischem Reich und Slawen bestatten? Nun, da ist die Vermutung naheliegend, dass es sich bei der Person um einen Friesen handelt. Friesen waren im Frühmittelalter für ihre Handelstätigkeit bekannt. Also es war sehr wahrscheinlich ein friesischer Händler, der hier bestattet wurde. Hübener ging in seiner Interpretation dann noch einen Schritt weiter. Er vermutet, dass sich hier im Bereich des Schwarzen Weges zur damaligen Zeit eine Handelsniederlassung der Friesen befunden haben könnte. Bislang konnte ich in meinen Forschungen dafür keine weiteren Hinweise feststellen. Es mag sein, es mag aber auch sein, dass sich Hübener so ein bisschen von der Heiterbu-Forschung damit beeinflussen ließ. Denn aus Heiterbu kennen wir das ja. Südlich von dem Halbkreiswall befand sich die Südsiedlung. Möglicherweise
ist das einfach eine sehr weitreichende Interpretation, die hier getätigt wurde. Wir kennen auch neben den Händlern natürlich das Handelsmaterial, gerade aus dem fränkischen Raum, aus dem Westen, sehr viel Keramik, Feinkeramik, Pingsdorfer Machart, Badorfer Ware, die wir in großer Zahl finden können. Es gibt norwegischen Speckstein, der in Bardufoss verarbeitet worden ist. Was wir aber in nur sehr geringer Zahl nachweisen konnten bei unseren bisherigen Grabungen, das sind slawische Importe, also Import aus dem Osten, wie diese slawische Keramik oder Ostseekeramik. Davon haben wir nur sehr geringe Stückzahlen, wo man zwei Interpretationen eigentlich in den Raum stellen kann. Zum einen kann es sein, dass das ein Quellenstand ist. Wir haben das Material sämtlicher Grabungen natürlich noch nicht vollständig aufgenommen. Mag sein, dass sich bei einer gezielten Durchsicht die Zahl der slawischen Importe noch erhöhen würde. Als eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, dass es wirklich der historischen Realität entspricht und wir sehr wenige Importe aus dem Osten in Bardufoss fassen können, wo man natürlich über die Struktur des Handels einmal nachdenken kann, war es ein eher Richtung Osten, Richtung Export orientierter Handel oder wie könnte man das ansonsten erklären? Für die Handelszentren des frühen Mittelalters sind aber nicht nur die Händler von Bedeutung. Wir wissen es von sämtlichen Handelszentren, es war auch immer die Stadt der Handwerker oder eine Stadt der Handwerker. Das Handwerk war sehr ausgeprägt, sehr weit verbreitet in diesen frühmittelalterlichen Handelszentren. Sei es jetzt mit Metallverarbeitung wie hier. Ich habe die Münzprägung der Bardufoss Pfennige ja schon angesprochen. Die Uni Hannover hat die Metallverarbeitung in Bardufoss anhand einer Feldstudie ausführlichst untersucht. Aber auch mit solchen Befunden. Sie sehen hier im Bild so einen rechteckigen Befund. Dieses schwarze ist der archäologische Befund, der sich von dem angrenzenden Sandboden schön absetzt. Und man sieht hier auch, wenn die Denkmalpflege nicht rechtzeitig dazugerufen wird, kann durchaus auch mal ein Flurschaden entstehen, wie hier mit diesem Drainagegraben, der natürlich sehr ärgerlich ist, aber das können wir nicht immer vermeiden. Kommen wir zurück zum archäologischen Befund. Sie sehen eine rechteckige Grube, die zu einem sogenannten Grubenhaus gehört. Grubenhaus, ganz einfaches Prinzip. Es wird eine rechteckige Grube ausgehoben, dort kommt ein Satteldach drauf, in die Ecke wird ein Ofen gestellt, damit es warm ist im Winter. Das waren die Arbeitsplätze der Handwerkerinnen und Handwerker im frühen Mittelalter. Das Material, das man aus diesen Grubenhäusern bergen kann, verrät uns dann in der Regel, was hier produziert worden ist. Im Falle des Bardufoss Grubenhauses konnte man dieses Material bergen, Glasperlen. Eine dreistellige Zahl an Glasperlen, Glasbruch, Glasschmelz, solche Funde, die uns vermuten lassen, dass es sich hierbei um eine Perlenmanufaktur handelt. Hierzu läuft gerade an der Uni Hamburg eine Abschlussarbeit, deshalb will ich da auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist momentan die These, die Hypothese für diesen Befund. Ganz besonders ausgeprägt war in Bardufoss ganz offensichtlich das Handwerk der Geweih- und Knochenverarbeitung. Wir haben auf sehr vielen Grabungsflächen immer wieder Hinweise auf Knochen- und Geweihfabrikate. Sei es jetzt solche einfachen Spinnwirte, wie Sie hier sehen können, die uns natürlich auch noch darauf hinweisen, wir haben auch Textilhandwerk. Aber die gibt es auch von zahlreichen anderen, auch weniger bedeutenden Siedlungen. Auffällig ist aber auch so etwas wie diese Knochenflöte, die Sie da sehen können, die aus einem Schwanenknochen geschnitzt worden ist. Oder auch diese Geweihkämme, die ganz besondere Fabrikate sind, ganz besondere Stücke. Wenn man sich den unteren Geweihkamm, der in der Hand des Kollegen liegt, ansieht, mit dieser Bogenverzierung, das waren wirklich Meisterwerke, das waren die exquisiten Waren, die produziert worden sind. Die Handwerkerinnen und Handwerker, die solche Stücke produziert haben, das waren die Profis ihrer Zeit. Und die saßen immer an den Handelszentren, weil sie dort ihre Waren am besten natürlich verhandeln konnten oder verkaufen konnten. Nun kann man natürlich sagen, okay, Bardufoss als Handelszentrum hat sowas natürlich auch importiert. Wir wissen zum Beispiel aus Heiterbu, dass dort so etwas gefertigt worden ist. Ja, kann ich nicht abstreiten,
wird sicherlich vereinzelt der Fall sein. Aber auch in Bardwick wurden diese Knochen, Kämme hergestellt. In großer Zahl. Das wissen wir anhand dieser Halbfabrikate, wie Sie oben sehen können. Das ist ein Geweihplättchen, das geschnitzt wurde und später zu einem Geweihkamm zusammenmontiert wurde, werden sollte. Ist in diesem Fall nicht passiert. Warum, wissen wir nicht. Aber es sind diese Halbfertigprodukte, die uns zeigen, die Handwerker und Handwerkerinnen saßen hier in Bardwick und waren hier tätig. Der Grabungsbefund hier zeigt es ebenfalls. Sie sehen die Geweihzapfen, die abgesägt wurden, weil die nicht verarbeitet werden konnten. Und wenn Sie sich den Boden um die Hände einmal genauer ansehen, da sehen Sie ganz viele von diesen hellen Schnipseln. Das sind Geweihschnipsel, die beim Schnitzen des Geweihs als Abfall anfielen, in den Boden gefallen sind und dort verblieben. Hier haben wir also wirklich den Ort, wo ein Geweihschnitzer, eine Geweihschnitzerin ihre Waren produziert hat. In der Hand liegt auch noch mal ein weiteres Halbfabrikat, dieses plättchenähnliche Stück, sodass wir hier wirklich sehr sicher sein können. Diese Befunde verdanken wir natürlich auch den tollen Erhaltungsbedingungen in Bardwick. Wir liegen sehr dicht an der Ilmenau, hoher Grundwasserspiegel. Das Erdreich ist sehr stark von diesem Wasser beeinflusst, wodurch wir für Nordniedersachsen gute, sehr gute Erhaltungsbedingungen für Organik haben. Das führt uns dann auch zu solchen archäologischen Befunden. Das ist eine Grube und das Planum, das Sie hier sehen können, verrät uns schon, das ist eine Grube, die auszugraben wird, kein Zuckerschlecken. Das Profil bestätigt es. Sie sehen, diese Grube war voll mit Knochenmaterial. Und sowas frei zu polen, das macht auf Dauer wirklich keinen Spaß. Diese Grube gehört zu einem Befund, den wir 2018 oder zu einer Grabung, die wir 2018 an der Bäckerstraße durchführen konnten. Sie sehen hier ein Luftbild und einen Grabungsplan. Bevor ich jetzt auf diesen Fundplatz näher eingehe, möchte ich ganz kurz off-topic auf die Grabungsmethodik eingehen, die man hier an dem Bild so schön sehen kann. In Bardwick betreiben wir forschungsorientierte Denkmalpflege. Das bedeutet, unsere Grabungen richten sich weniger nach Forschungsaspekten, sondern primär nach denkmalpflegerischen Aspekten. Sprich, wir graben in erster Linie dort, wo Archäologie zerstört wird. In diesem Fall soll unten im Bild ein Haus gebaut werden. Und das, was direkt an das bestehende Haus angrenzt, mit diesen komischen zahnartigen Zacken, Aussparungen, das ist die Zufahrtsstraße mit den einzelnen Parkbuchten. Genau dort wird Archäologie zerstört und nur genau dort führen wir unsere Ausgrabungen durch. Der Bereich dazwischen wird von uns nicht angetastet, weil dort keine Zerstörung ansteht. Diese Methodik hat Vorteile, sie hat Nachteile. Kann man lange darüber diskutieren, bringt aber nichts. Es sind einfach die Vorgaben, die wir haben und die wir auch umsetzen und umsetzen müssen. Aber kommen wir zurück zu unserem archäologischen Befund. Wenn man sich die Knochen einmal genau ansieht, und da danke ich Herrn Reinhold Schon aus Göttingen, der sich die Zeit genommen hat, mal einen Tag vorbeizukommen und uns ein bisschen Ideen und ein bisschen Unterstützung zu liefern bei der Ansprache und Interpretation dieses Befundes. Diese Knochen umfassen fast ausschließlich die fleischarmen Knochenpartien von Rindern, also Gelenkknochen und Schädelfragmente. Die fleischreichen Partien, Rippen, Oberschenkelknochen, fehlen hier vollständig. Die fanden sich aber vermutlich auf einer anderen Grabungsfläche, ungefähr 100 Meter südlich unserer Grabung. Ich sage vermutlich, weil ich die Grabungsdokumentation nicht kenne, sondern nur auf Aussagen von Kollegen jetzt mich verlassen kann. Nun, 100 Meter südlich haben wir die fleischreichen Knochenpartien. Dort, und das hat Professor Hans Reichstein damals bestätigt, dort befand sich eine Schlachterei. Dort wurden also die Rinder geschlachtet und die fleischreichen Partien verarbeitet. Die heute mit den fleischarmen Knochen, Gelenkenden und Schädelknochen, die wurden offensichtlich hier in die Bäckerstraße gebracht und hier weiterverarbeitet. Weiterverarbeitet zu Leder. Wir haben hier eine Gerberei vor uns.
wo dieses Leder hergestellt worden ist. Das Knochenmaterial spricht dafür, auch die archäologischen Befunde, überwiegend sehr flache Gruben, sprechen dafür und auch die topografische Situation. Wir befinden uns ganz weit im Osten der Ortschaft und die Gerberei war ein übelriechendes Geschäft. Man hat mit Fleischresten gearbeitet, zum Gerben benutzte man Urin, alles etwas, was man nicht unbedingt geruchsmäßig in der Stadt haben will. Und deshalb ganz im Osten, damit die steten Westwinde diesen Gestank schön aus der Ortschaft rauswehen. Momentan läuft eine Forschungsarbeit zu diesem Fundplatz und wir sind mal gespannt, was da noch an weiteren Erkenntnissen von den Hamburger Kolleginnen und Kollegen kommen wird. Diese angesprochenen tollen Erhaltungsbedingungen in Badeweg führen uns auch zu solchen Funden. Sie sehen hier diese kleinen weißen Flecken auf den Bildern, das sind Fischschuppen. Fischschuppen haben eigentlich ganz schlechte Erhaltungsbedingungen im archäologischen Befund und ja, sind einfach sehr zerstörungsanfällig. Von daher sehr schön, dass wir die in diesem Fall bei einer Grabung an der Johannesstraße feststellen konnten, die uns zeigen, ja, hier wurden Fische verarbeitet. Wir wissen noch nicht, wie genau. Handelt es sich hierbei um einen Fischer, um einen Fischhändler oder vielleicht auch um den Konsumenten, die Konsumentin? Sprich, hat hier jemand einfach diese Fische verspeist und die Abfälle gelangten in den Boden? Dazu gehört auch diese Knochenplatte von einem Stör, die uns sagt, ja, hier wurde ein Stör oder wurden Störe. Wir haben mehrere von diesen Platten verspeist, verarbeitet, wie auch immer. Dank der Erhaltungsbedingungen in Badeweg, die wohl archäologisch wichtigste oder eine der wichtigsten Quellengattungen sind immer wieder die Brunnen. Es gibt keine archäologische Ausgrabung in Badeweg ohne solche Brunnen, mindestens einen. Und Sie sehen anhand dieses Bildes, das ist ein Baumstammbrunnen, also ein Baumstamm wird halbiert, ausgehöhlt, wieder zusammengesetzt, in die Grube, in die Brunnengrube reingesetzt und dient dort dann als Brunnen. Sie sehen, dieser Baumstammbrunnen ist zu fast einem Meter Länge erhalten. Man sieht die ganzen Arbeitsspuren wirklich sehr schön an dem Material. Also eine ganz tolle Quellengattung. Dieser Brunnen wurde auch im Rahmen einer Bachelorarbeit ausgewertet, wo diese ganzen Arbeitsprozesse zur Herstellung des Brunnens wirklich schön nachvollzogen wurden und sich auch immer wieder oder sehr deutlich abzeichnen. Brunnen, wie gesagt, sind eine der wichtigsten Quellengattungen. Wir haben diverseste Funde dieser Art. Baumstammbrunnen auf der einen Seite, aber auch solche Daubenbrunnen, wie Sie hier sehen können. Brunnen, die ineinander greifen, die einander überlappen, die einander stören. Dieser Brunnen hier hat sogar die Schaufel, die beim Ausheben der Brunnengrube verwendet wurde, ganz offensichtlich, die unter dem Holzbrunnen dann stecken geblieben ist. Warum man sie nicht geborgen hat, wissen wir natürlich nicht, aber es ist auch ein schönes Zeichen für diese handwerklichen Arbeiten, die man dort fassen kann, die uns natürlich auch dieses Leben der Menschen einfach ein Stück weit näher bringen. Ist dem Menschen die Schaufel abgebrochen und deshalb da liegen geblieben? Das sind so diese kleinen Detailaspekte, die die Archäologie auch wirklich interessant machen. Diese Brunnen sind für den Archäologen Freud und Leid zugleich. Zum einen kommen sie ihrer Aufgabe sehr schnell wieder nach, wenn wir sie ausgraben. Sie fördern Wasser. Gerade an regnerischen Grabungstagen wird das dann zu einer sehr matschigen Angelegenheit. Aber wenn man solche Funde wie diesen Holzpokal aus den Brunnen bergen kann, das entschädigt doch sehr die Mühen. Besiedlungsgeschichtlich sind die Brunnen auch von ganz entscheidender Bedeutung. Denn aufgrund dieser Erhaltungsbedingungen können wir nahezu alle Brunnen dendrochronologisch datieren, also anhand der Jahrringe. Und so kann man eine sehr feine Abfolge der einzelnen Brunnen fassen und feststellen, dass ein Brunnen 20, 30 Jahre in Betrieb war oder in Benutzung war, dann aufgegeben werden musste und unmittelbar daneben wurde dann ganz schnell der nächste Brunnen angelegt. Und aufgrund der unglaublich hohen Besiedlungsdichte, die wir in Badeweg fassen können, haben die sich dann auch im Laufe der Zeit überlagert. Es kam zu Verschneidungen, wie Sie es hier in dem Plan sehen können. Und das zeigt uns, wie intensiv hier im
Altdorf innerhalb der alten Stadt Badwig gesiedelt worden ist. Man sieht es auch anhand der Grabungsbilder hier. Jeder der schwarzen Flecken, die Sie hier sehen können, ist ein archäologischer Befund. Und wenn Sie sich das Luftbild oben ansehen mit der Grabungsfläche, dann kann man nur sagen, wo finden Sie da noch die nicht archäologischen Bereiche? Als Spoiler, die hellgelben Flächen sind nicht archäologisch und im Planum sehen Sie davon nicht wirklich viel. Was einmal zeigt, wie stark in Badowig alles übersiedelt ist oder besiedelt war. Wie intensiv der Boden von Menschenhand umgewälzt worden ist. Der Grabungsplan, den Sie hier unten sehen, der stammt von unserer Grabung in diesem Gerberbereich. Und auch dort sehen Sie es im Plan, wie hoch die Befunddichte war. Der obere Abschnitt, den haben Sie im Luftbild nicht gesehen, der war damals noch nicht freigelegt. Nur dieser untere mit den großen, etwas locker gestreuten Gruben der Gerberei. Oben haben Sie dann wiederum die Besiedlung mit dieser hohen Dichte. Diese Besiedlungsdichte in Badowig, die nahm ganz wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich zum Rand der Ortschaft hin ab. Wir hatten es eben gerade schon angedeutet mit dem Gerbereibereich, wo es etwas ausdünnt. Zum Stadtwall hin hat es sehr wahrscheinlich auch massiv ausgedünnt. Dieser Stadtwall ist für uns archäologisch noch immer ein Phänomen, denn wir können ihn archäologisch noch nicht fassen. Wir hatten 2019 die Chance, mit dieser Grabung wirklich genau dort mit dem Bagger anzusetzen, wo der Stadtwall auf unseren Karten eingetragen ist. Das Planungsbild zeigt es, wir haben ihn dort nicht erwischt. Aber es muss ihn einfach gegeben haben. Das ist unbestritten. Wir können uns momentan nur mit indirekten Hinweisen auf den Stadtwall behelfen. Da spielt diese Ausgrabung eine große Rolle. Sie sehen rechts im Bild so eine Hecke. Dahinter befindet sich eine Straße, die Nord-Süd verlaufend, also eine Art dammartiger Erhöhung im Gelände sehr deutlich sichtbar ist. Diese Straße trägt den Namen Wallstraße. Nomen est omen. Die Grabung gibt uns weitere Hinweise. So müssen wir davon ausgehen, dass direkt hinter dem Wall ein besiedlungsfreier Streifen existierte. Das hat verschiedene Gründe. In erster Linie natürlich fortifikatorische Aspekte, dass man hinter dem Wall einen Bereich hat, wo die Verteidiger sich frei bewegen konnten, wo auch keine Brandgefahr herrschte. Nicht, dass die Verteidiger nach vorne gegen die Angreifer sich wehren mussten und dann noch das Feuer im Rücken hatten. Deshalb ist zu vermuten, dass dieser Freistreifen schon im frühen Mittelalter existierte. Und wir können diesen freien Streifen bei dieser Grabung auch sehr schön fassen. Alles, was Sie rechts dieser roten Linie sehen, ist eigentlich archäologiefreier Raum. Ich habe es schon eingetragen mit den grünen Markierungen, da sind aber Bodenverfärbungen. Ja, die sind auch von Menschenhand geschaffen, aber diese vier rechteckigen Gruben, die Sie zum Beispiel sehen können, das sind Schweinegräber aus den 1960er Jahren. Das hat uns der benachbarte Bauer bestätigt. Diese große Verwirbelung, die da eingekreist ist, das ist ein Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Ansonsten haben wir in dem Bereich keinerlei Archäologie. Die fängt erst auf der anderen Seite, jenseits der roten Linie an, mit einzelnen archäologischen Befunden, die aber nicht diese Befunddichte widerspiegelt, die wir aus dem Innenstadtbereich direkt kennen. Wenn wir auf den Wall Badowigs zu sprechen kommen, dann ist der nächste Gedankengang, dass man über den Niedergang dieses frühmittelalterlichen Handelszentrums spricht. Und während wir hinsichtlich Aufstieg Karl den Großen genannt haben, ist für den Niedergang eine zweite historische Persönlichkeit wichtig, die in Badowig gewirkt hat, nämlich Heinrich der Löwe. Heinrich der Löwe wurde im 12. Jahrhundert Herzog der Sachsen und er hatte ein sehr großes, sehr mächtiges Herrschaftsgebiet mit dem Herzogtum Sachsen und dem Herzogtum Bayern zugleich.
Sie sehen hier in der Karte die Situation zur damaligen Zeit und Ihnen fällt auf, erstmal Badewig ist nicht eingetragen. Dafür muss ich mich natürlich bei den Badewigern entschuldigen. Ich wollte die Karte jetzt nicht verfälschen. Die Lage Badewigs müssen Sie ungefähr mit dem Kringel gleichsetzen, der für Lüneburg steht. Und damit fällt auf, Badewig ist nicht mehr Grenzhandelsort. Es liegt jetzt mitten im Reich, hat diesen Status des Grenzhandelsortes komplett verloren. Dazu kommt, dass Heinrich der Löwe ganz neue geopolitische Überlegungen hatte. Er wollte maßgeblich an den Ostseehandel partizipieren und dafür baute er seine Handelsstadt Lübeck ganz intensiv auf. Das geschah vor allem zu Lasten Badewigs, sodass Badewig durch diese Veränderung sehr stark in Mitleidenschaft geraten ist. Hinzu kam, dass dank Stauungen und anderer Schiffstypen die Ilmenau jetzt bis Lüneburg befahren werden konnte. Und das Erste, was die Lüneburger dann gemacht haben, ist natürlich, den Salzhandel an sich zu reißen. Also auch dieses wirtschaftliche Standbein ging für Badewig im 12. Jahrhundert verloren. So arg geschwächt versuchte Badewig natürlich trotzdem über die Runden zu kommen. Aber zum Eklat mit Heinrich dem Löwen kam es dann in den 1180er Jahren. 1180 wurde Heinrich der Löwe in die Verbannung geschickt. Er war einfach ein Machtpolitiker, der eine Machtbasis hatte, mit der er auch immer wieder gegen den Kaiser opportunierte, sodass er ein und das andere Mal in die Verbannung geschickt wurde. 1180 war wieder ein solches Ereignis. Er verlor einen Großteil seiner Ländereien, unter anderem auch den Bereich Badewigs, der an die Askanier abgegeben werden musste. Und er musste nach England in die Verbannung gehen. Auf dem Weg nach England wollte Heinrich der Löwe in Badewig Station machen. Die Badewiger waren aber, freundlich ausgedrückt, nicht allzu gut zu sprechen auf ihren ehemaligen, jetzt entmachteten Landesherrn. Und sie verwehrten ihm den Zutritt zur Stadt. Es kam sogar noch demütigender für Heinrich den Löwen, denn die Badewiger standen, so will es die Überlieferung, auf dem Stadtwall und verhöhnten ihn mit ihrem bloßen Gesäß, die Badewiger Gesäßhuldigung. Heute noch ein wichtiges Ereignis, an das viele Badewiger gerne mit einem Schmunzeln denken. Und trotzdem steht diese Säule oder eine ähnliche Säule nicht in Badewig, sondern diese Säule wurde vor ein paar Jahren in Schwerin aufgestellt. Der Kollege Lars Salo war so freundlich, hat mir diese Fotos bei einem winterlichen Spaziergang geschossen und zugeschickt. Das zeigt einfach diesen Schweriner Humor, den man hier schön sehen kann, weil wichtige Szenen aus Heinrichs Leben thematisiert werden sollen. Heinrich der Löwe war 3 Jahre in Verbannung, kehrte dann zurück, war aber noch weitestgehend entmachtet. Vor allem hinsichtlich Ländereien war er auf seinen Minimalbestand beschränkt. Aber er war ein Machtpolitiker und demzufolge sann er natürlich auch danach, seine alte Machtbasis zurückzuerlangen. Die Gelegenheit bot sich für ihn dann im Jahre 1189. 1189 brach der Kaiser Friedrich Barbarossa zum Kreuzzug auf. Das ist dieser berühmte Kreuzzug, bei dem er auf dem Hinweg beim Baden ertrunken ist und somit auch nicht zurückkehrte. Kurz nachdem er aufgebrochen war, sah Heinrich der Löwe seine Chance gekommen. Er stellte ein Heer auf und begann, seine alten Ländereien zurückzuerobern. Er marschierte gegen Stade und von Stade aus dann Richtung Osten, Richtung Badewig. Ich zeige jetzt diese Karte ganz bewusst, um einmal deutlich zu machen, das ist ungefähr, diese Karte ist von Westen aus gesehen auf Badewig und sie zeigt ungefähr die Marschrichtung, die die Truppen Heinrichs des Löwen hatten, als sie auf Badewig marschiert sind. Ich zeige das jetzt ganz bewusst, weil ich so ein bisschen deutlich machen will, wie die historische Überlieferung dieser Belagerung erfolgte, die im Oktober des Jahres 1189 erfolgte. Heinrich ist auf Badewig zumarschiert, soll dann an oder müsste dann der Geschichte folgend an Badewig vorbei, über die Ilmenau rüber und hat dann jenseits der Ilmenau sein Heerlager aufgeschlagen. Ist strategisch ein bisschen fragwürdig, ob das wirklich so passiert ist. Ich will mich im Folgenden an dieser Geschichte festhalten, weil sie für die weitere Entwicklung einfach von großer Bedeutung ist. Also wie gesagt, östlich der Ilmenau hat Heinrich der Löwe sein Heerlager aufgeschlagen.
von dort aus Bardowick belagert. Er hat mehrere erfolglose Angriffe auf die Stadt versucht, ist damit gescheitert, bis zur Schicksalsnacht des 28. Oktober des Jahres 1189. Am 28. Oktober soll sich abends ein Ochse in das Heerlager Heinrichs des Löwen verirrt haben. Die Soldaten hatten offensichtlich Langeweile, fingen an, diesen Ochsen zu piesacken, versetzten ihn in Panik. Und in seiner Panik ergriff der Ochse die Flucht durch eine geheime Furt in die Stadt Bardowick. Damit hat dieser Ochse oder soll dieser Ochse den Soldaten diesen geheimen Zugang zur Stadt verraten haben. Und die Truppen nutzten dieses Wissen natürlich, um in die Stadt einzudringen und die Stadt so zu überrennen. Es kam in der Nacht vom 28. zum 29.10. zur Erstürmung der Stadt Bardowick. Das Ganze muss eine ganz schreckliche Schlacht gewesen sein mit sehr heftigen kämpferischen Auseinandersetzungen, von denen wir archäologisch komischerweise bislang noch gar nichts fassen können. Es gibt so ein paar Brandhorizonte, die man vielleicht in diesen Kontext setzen kann, aber richtig zwingend ist das nicht. Auch militärische Funde finden wir gar nicht oder kaum in Bardowick. Das ist der einzige Fund, der im Kontext von Militär gesehen werden kann. Ein Ortband, also von der Schwertscheide unten die Spitze. Der einzige Fund, den wir haben, der aber nicht wirklich überzeugend mit dieser Brandnacht vom 28. auf den 29. Oktober in Verbindung gebracht werden kann, weil typologisch dieses Ortband doch etwas zu alt ist für diesen Zeithorizont. Dennoch, wie gesagt, muss es diese Erstürmung gegeben haben. Das ist sehr wahrscheinlich. In dieser Nacht wurde Bardowick nahezu dem Erdboden gleichgemacht. Die kompletten Profanbauten, die Wohnbauten, die Wirtschaftsbauten, die wurden alle niedergebrannt. Der Wall, das Zeichen einer wehrhaften, mittelalterlichen, stolzen Stadt, wurde geschliffen, eingeebnet. Die Kirchen waren das Einzige, was stehen geblieben ist. Heinrich der Löwe war ein gottesfürchtiger Mensch. Und als solcher wird er nicht das Haus Gottes abreißen. Aber was er auch tat, er hat die Kirchen komplett ihrer Schätze beraubt. Selbst die Kirchenfenster wurden abmontiert. Wenn man sich einen Überblick verschaffen möchte über den Reichtum der Bardowicker Kirchen, empfehle ich eine Fahrt nach Ratzeburg. Der Bardowicker Domschatz befindet sich heute noch dort. Zum Zeichen seines Sieges hat Heinrich der Löwe diese kleine Löwenstatuette am Dom aufgestellt, die als eine Art ewiges Mahnmal für die Bardowicker dienen soll. Wir haben jetzt die Gebäude besprochen, aber was passierte denn mit der Bevölkerung? Nun, sehr viele werden in dieser Nacht natürlich zum Opfer gefallen sein. Die Restbevölkerung, insbesondere die Handwerker und Händler, wurden in der Folge sicherlich mit mehr oder minder freundlichem Druck Heinrichs des Löwen umgesiedelt in die aufstrebenden Städte, ganz besonders natürlich nach Lübeck, aber auch nach Lüneburg und wahrscheinlich auch zum Teil nach Hamburg, wo sie sich neue Existenzen aufbauten. Zurück blieb sehr wahrscheinlich nur eine sehr kleine Restbevölkerung, die natürlich auch erkannte, dass Bardowick nie wieder das sein wird, was es einmal war. Aber die Bardowicker waren damals schon so plitsch wie heute und erkannten, wie man aus der Not eine Tugend machen konnte. Sie erkannten, okay, wir haben mindestens drei große bedeutende Städte im Umfeld, die wachsen, die versorgt werden müssen. Also konzentrierten sich die Bardowicker fortan auf die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Sämerei, also Saatzucht, Gemüseanbau, das waren die neuen Standbeine Bardowicks, die auch damals, seitdem das Ortsbild in Bardowick maßgeblich prägen. Diese Umstellung auf Gemüseanbau, Saatzucht, die war ganz offensichtlich aber auch sehr erfolgreich. Das zeigt uns der zweite große Brand von Bardowick 1371. Damals hat der Bardowicker Dom ganz schwere Brandschäden davongetragen und musste abgebrochen werden.
Aber die Badewiker waren wieder wirtschaftlich so sehr auf den Beinen, dass sie sich einen Neubau erlauben konnten. Und wenn Sie das Glück haben, einmal nach Badewik zu kommen, schauen Sie sich dieses Gebäude an. Das ist wirklich für eine Ortschaft von der Größe ein riesiger, ein Wahnsinnsbau. Sehr beeindruckend, der diese wirtschaftliche, neue wirtschaftliche Möglichkeiten der Badewiker sehr schön zeigt. Es ist wirklich ein gigantisches Gebäude. Aber was man auch bedenken muss, schon damals waren die Badewiker ganz offensichtlich sehr an ihrer eigenen Geschichte interessiert, haben diese durchaus wahrgenommen. Denn bei diesem Neubau hat man wieder diesen Badewiker Löwen von Heinrich den Löwen, den ich eben gezeigt habe, in einer kleinen Nische über einem der Portale aufgestellt, wo er bis heute thront. Das zeigt, wie geschichtsinteressiert die Badewiker eigentlich schon immer waren. Und das merken wir auch bei unseren Arbeiten in Badewik. Dafür auch an dieser Stelle ein großes Dank an die Badewikerinnen und Badewiker. Dieses Geschichtsinteresse ist da wirklich phänomenal. Wir kriegen unglaublich viel Unterstützung, sei es jetzt bei diesen Geländearbeiten oder auch bei allen weiteren Maßnahmen, die wir dort durchführen. Es ist ein großes Interesse, eine große Leidenschaft auch, die man immer wieder zu spüren bekommt. Natürlich ist es nicht schön, wenn jemand von seinem Ersparten ein Haus bauen möchte und dann kommt erstmal der böse Archäologe und muss eine Ausgrabung durchführen. Aber die Badewiker sind sich schon bewusst, worum es dabei geht. Und sie akzeptieren es nicht nur, sie fördern es auch ganz intensiv. Und das macht wirklich Spaß, diese Zusammenarbeit. Nun, die Geschichte Badewiks zeigt sich in diesem Befund schöner als in jedem anderen. Hierbei handelt es sich um einen Ofen aus dem Frühmittelalter, also aus dieser Zeit des frühmittelalterlichen Handelszentrums. Frau Wiebers, unsere Kollegin, sprüht ihn gerade ein, damit man ihn schön noch mal deutlich erkennen kann. Dieser Ofen, wie gesagt, stammt aus der frühmittelalterlichen Siedlung, wird überprägt von, Sie sehen es oben in dem Bild, diese dünnen, hellen Streifen, das sind Pflugspuren aus der frühen landwirtschaftlichen Siedlung nach der Brandnacht durch Heinrich den Löwen. Mit der weiteren Professionalisierung konzentrierte man sich immer mehr auf den Gemüseanbau und die Folge sind diese breiten, senkrecht im Bild zu sehenden Streifen, die von Spargelfeldern herrühren. Die Geschichte Badewiks in einem Bild zusammengefasst. Ja, diese YouTube-Vorträge haben natürlich den Vorteil, Sie können ihn sich anhören, Sie können auch vorspulen, wenn es zu langweilig wird, können Sie natürlich auch wegschalten. Da Sie mir jetzt noch zuhören, gehe ich davon aus, es war zumindest einigermaßen interessant, hat Sie nicht zu sehr gelangweilt, nicht so sehr, dass Sie weggeschaltet haben. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken und an dieser Stelle auch Dank an das Grabungsteam und auch an die Kollegen aus unserer Verwaltung, die uns auch wirklich immer bei unseren Projekten helfen, die natürlich auch nicht glücklich sind, wenn ich von heute auf morgen Personal einstellen muss, aber uns wirklich dabei helfen. Ja, ansonsten bleibt mir nur, Ihnen für alles Weitere noch Gesundheit zu wünschen. Kommen Sie gut durch diese Zeit. Ich hoffe, wir werden uns nach dieser Pandemie wieder auf der Fläche sehen. Bei einer unserer zahlreichen Veranstaltungen, sei es jetzt Tag des offenen Denkmals, Vorträge oder Lesungen, die wir auch in Badewik durchführen, unsere Bürgersprechstunde, was auch immer. Ich hoffe, wir sehen uns dabei gesund und munter nach Ende dieser Pandemie wieder. Vielen Dank.